Ihr plant eine Party, auf der es auch Live-Musik geben soll? Wie wäre es, wenn ihr dafür Rihanna buchen würdet? Was der Spaß kostet, erfahrt ihr in diesem Video. Helene Fischer, 300.000 Euro. Fangen wir mit einem deutschen Superstar an. Nur weil es beim DFB-Pokalfinale nicht so richtig gut geklappt hat mit der Helene, heißt das nicht, dass sie nicht euer Dorffest zum Knaller machen könnte. Die Schlagersängerin kommt für ca. 300.000 Euro auch auf die Bühne eures Dorfes, aber bitte pfeift sie nicht aus. Lil Wayne, 300.000 Dollar. Lil Wayne wuchs in ärmlichen Verhältnissen in New Orleans auf und ist heute Multimillionär. Mit seinen Raps konnte er sich genug Kohle beiseite legen, um sein eigenes Label zu gründen, und wenn ihr ihn auch noch ein bisschen supporten wollt, für 300.000 Euro spielt er gerne auf eurer Gartenparty. Nicki Minaj, 500.000 Dollar. Nicki Minaj ist der wohl berühmteste Export aus dem kleinen Inselstaat Trinidad und Tobago. Die kommerziell erfolgreichste Rapperin aller Zeiten steht bei Lil Waynes Label Young Money unter Vertrag. Wollt ihr sie buchen, müsst ihr dafür lediglich 500.000 Dollar in die Hand nehmen und dann auf den Tisch legen. Drake, 500.000 Dollar. Der 30-jährige Rapper aus Kanada ist mit 500.000 Dollar etwas teurer als Helene Fischer. Immerhin war er aber auch schon auf Platz 1 der amerikanischen Charts, etwas, das Helene wohl eher nicht schaffen wird. Katy Perry, 500.000 Dollar. Berühmt wurde sie mit ihrem Hit I Kissed a Girl, der uns allen sicherlich noch in den Ohren klingt. Seitdem spielt sie in der ersten Liga der Popstars mit und ist für eine halbe Million Dollar noch relativ günstig zu haben. Selena Gomez, 1 Million Dollar. Die Musikerin und Schauspielerin Selena Gomez tritt für eine runde Million in eurem Wohnzimmer auf. Ob ihr Ex-Freund Justin Bieber wohl mehr kostet? Wir werden es euch noch verraten, keine Sorge. Taylor Swift, 1 Million Dollar. Die US-Amerikanerin gehört mit ihren 170 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. Ihr Vermögen beträgt schätzungsweise über 300 Millionen Dollar. Für 1 Million singt sie auch auf eurer Fete. Adele, 1 Million Dollar. Adele ist für ihre wuchtige Stimme bekannt. Für ebenfalls 1 Million Dollar sorgt sie dafür, dass eure private Feier zum absoluten Hit wird. Ed Sheeran, 1,5 Millionen Dollar. Der blasse, rothaarige Singer und Songwriter aus England ist bereits für 1,5 Millionen Dollar buchbar. Er kommt dann alleine mit seiner speziell für ihn angefertigten Gitarre und gibt seine größten Klassiker zum Besten. Miley Cyrus, 1,5 Millionen Dollar. Miley startete einst als Hannah Montana auf dem Disney-Kanal durch. Heutzutage hat sie natürlich ein deutlich anderes Image und versucht mit sexy Outfits bei ihren Fans zu punkten. Für 1,5 Millionen Dollar singt sie auf eurem Kindergeburtstag aber vielleicht auch alte Sachen aus der Disney-Zeit. Justin Bieber, 5 Millionen Dollar. Dem Teenie-Schwarm wurden stolze 5 Millionen Dollar angeboten, damit er bei einer angeblich unpolitischen Feier der Republikanischen Partei samt Donald Trump auftreten soll. Dies lehnte er jedoch aus Imagegründen dankend ab. Für Privatauftritte verlangt Justin normalerweise bescheidene 2 Millionen Dollar. Rihanna, 8 Millionen Dollar. Rihanna soll diesen unglaublichen Betrag bekommen haben, als sie bei der Eröffnung einer Mall in London auftrat. Das sprengt natürlich alles, was andere Stars für ihre Auftritte bekommen. Wenn ihr sie buchen wollt, solltet ihr also lieber schon mal sparen. Wen würdet ihr buchen und wie viel Geld würdet ihr dafür maximal ausgeben? Verratet es uns in den Comments!